Hallo, willkommen zu einem neuen Blu-ray-Update-Video auf meinem Kanal. Ja, heute sind 2 neue Blu-rays rausgekommen. Ich war heute im Mediamarkt, da habe ich die mir bei dir gleich mitgenommen. Ich wünsche euch erstmal allen einen schönen Donnerstag und morgen ist endlich Freitag. Endlich Freitag, das Wochenende ist nah. Als erstes möchte ich euch zeigen, Creed 3 habe ich mir geholt. Auf Blu-ray. Die hat gekostet 15,99. Da war ich kurz vor der Kasse war ich da und da habe ich dann gesehen, oh, da habe ich schnell den Online-Preis geguckt. Online-Preis war 13,99. Also habe ich 2 Euro gespart anstatt 15,99. Ich war nämlich kurz vor der Kasse, dann bin ich gleich wieder zurückgegangen und habe da dann an der Filminformation habe ich da dann so geklärt, dass ich die für 13,99 bekommen habe. Also, Creed 3 heißt Rocky's Legacy, ist ohne Rocky, also ohne Sylvester Stallone. Heißt ja auch, Rocky's 3 Legacy heißt Vermächtnis. Also Vermächtnis heißt, ja, also dieser Film ist ohne Rocky, also ohne Sylvester Stallone. Der Film ist aus dem Jahr 2023, ist ein Drama-Sportfilm, ist klar. Geht 1 Stunde 56 Minuten. Director war Michael B. Jordan. Also Michael B. Jordan ist er hier. Er hier, der spielt auch mit in dem Film. Und der hat auch Director geführt. Und Budget war für den Film 75 Millionen US-Dollar. So, dann mache ich die Blu-ray mal auf. So, hier habe ich eine Schlaufe gefunden. Hier erstmal das Cover mit Michael B. Jordan auf der Front und hinten wahrscheinlich sein Gegner. Und wegen diesen Films waren in den Kinos, alle Kinos, wo dieser Film gelaufen ist, nicht alle, ein paar Kinos, da war pures Chaos. Da waren Auseinanderschreitungen, da waren Verwüstungen. Nur wegen diesem Film? Oder weshalb waren da denn Verwüstungen? Also in den Kinos, verstehe ich nicht. So, hier haben wir das Cover. Ab 12 ist der Film. Hier mit Rückseite. Hier steht schon mal, du kannst deine Vergangenheit nicht entkommen. Und hier haben wir noch ein paar 10 Bilder. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen. Doch, Teil 1 habe ich ein bisschen gesehen. Teil 1. Aber die anderen Teile, Teil 2 habe ich nicht gesehen. Also ich habe diesen Film habe ich auch nicht gesehen, da habe ich verpasst im Kino, weil ich habe nämlich gehört über den Film, was da los war in den Kinos und da habe ich keinen Bock gehabt, in den Film reinzugehen. So, Specials sind drauf, Michael B. Jordan im Ring, hinter den Kulissen, Donnie und Dan, die Vergangenheit ist der größte Feind und nicht verwendete Szenen. Und Dolby Atmos hat der Film, hier steht, Dolby Atmos hat sogar der Film. Also die Blu-ray. Und die Blu-ray ist von MGM und Warner Brothers. Oh, okay. Hier gibt es aber erstmal die Blu-ray. Die schaut so aus. Schwarz und weiße Schrift. Rocky 3, Rocky's Legacy. Warner Brothers steht da drauf und MGM. Aber in Schwarz? Warum machen die eine schwarze Blu-ray? Da passt überhaupt nicht, ey. Wahrscheinlich, weil die Darsteller in dem Film farbig sind? Ich weiß nicht. Und dann natürlich hier kein Innendruck, kein Wendecover meine ich. Kein Wendecover. Was das soll? Keine Ahnung. Warum macht Warner Brothers kein Wendecover? So, hier erstmal als erstes Rocky 3, Rocky's Legacy. Dann habe ich mir geholt, im Mediamarkt, heute, kam heute frisch raus, für 14,99, 65, mit Adam Driver. Ab 16 ist der Film. Da steht hier noch von dem Drehbuchautoren von A Quiet Place. Und, also ich kann das schon mal durchlesen.
Nach einem katastrophalen Absturz auf einem unbekannten Planeten stellt der Pilot Adam Driver schnell fest, dass er eigentlich auf der Erde gestrandet ist, vor 65 Millionen Jahren. Ihm bleibt nur eine Chance auf Rettung. Gemeinsam mit der einzigen anderen Überlebenden, Koa, versucht er sich einen Weg durch die Geheimnisse der einzigen Überlebenden, an ihren völlig unbekannten Gelände völlig gefährlich prähistorischen Kreaturen zu bannen. Rasch entwickelt sich ein Überlebenskampf auf epischen Ausmaßen. Also, ein Film mit Dinosaurier. Hier haben wir die Rückseite. Hier haben wir ein paar Szenenbilder. Also, der Film 65 ist von 2023. Ist ein Sci-Fi-Action-Film. Geht 1 Stunde 30 Minuten. Director waren zwei Leute. Scott Beck und Brian Woods. Und Budget war für den Film 45 Millionen US-Dollar. So, dann packe ich die Blu-ray auch aus. So. Also, Bonusmaterial haben wir drauf. Entfernte und erweiterte Szenen, wie die Welt von 65 geschaffen wurde, der urzeitliche Planet, der Showdown und mehr. FSK 16, guck mal, hier steht sogar FSK 16 wegen Verletzung. Steht da, Verletzung. Und der Film ist von Sony. Sony will ja den Vertrieb einstellen in Deutschland, das übernimmt alles Pleon Pictures. Genau wie Avatar 2. Avatar 2 kommt raus am 6. Juli. Auch von Disney und von Marvel. Irgendwie sowas. Aber ich habe mir das Steelbook vorbestellt, Avatar 2. Avatar 2 fand ich richtig gut im Kino. So, wie gesagt, hier ein paar Szenenbilder mit Adam Driver. Aber hier ist irgendwie kein Dolby Atmos drauf. Oder Dolby, doch, Dolby Audio steht hier. Dolby Audio und Sony und Columbia Pictures. So, mache ich die mal auf. Oh, dasselbe wie bei Rocky's Legacy. Aber hier gibt es erstmal die Blu-ray. Die schaut so aus. Schick, schick. Farbig. Und genau wie bei Rocky 3 kein Wendecover. Ey, was ist da los? Was ist da los mit den Studios? Warum machen die kein Wendecover mehr? Verstehe ich nicht. Die machen kein Wendecover mehr. Ist das so aufwendig, ein Wendecover zu machen? Also das Ganze ist hier von Columbia Pictures, ist das Ganze. Kein Wendecover. Na gut. Für heute Rocky 3 und 65. Meine beiden Blu-ray-Updates. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Filme findet, ob ich gute Updates gemacht habe, ob diese Kauf empfehlenswert war. So, ich wünsche allen noch einen schönen Rest Donnerstag. Wie gesagt, morgen ist Freitag, Wochenende ist nah und Wetter ist ganz gut. Wir haben Sonne, wir haben warm, wir haben 20, 24 Grad. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.